meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich stehe vor unserer Kabine auf der Disney Magic. Wir haben einen Ocean View Stateroom, also eine Kabine mit einem Fenster. Und ich zeige euch jetzt, wie es da drin aussieht. So, das ist unsere Tür, auch ohne Magnete. Ich werde da gleich Magnete dranhängen und euch am Ende des Videos zeigen, wie es dann aussieht. So. Ta-da-ta-ta. Da sind wir. Genau, wenn ihr die Tür reinkommt, haben wir einmal zur Linken eine Toilette, ein kleines Waschbecken, Seife, den Spiegel, hallo. ja, dann habt ihr dem ein bisschen Ablagefläche und Handtücher mit Mickey-Logo. So, direkt neben der einen Toilette ist ein weiteres Bad ohne Toilette. Jetzt haben wir hier eine kleine Dusche, genau mit den großen Spendern mit Shampoo, Conditioner und Body Wash. Und dann haben wir hier das noch, eine Body Lotion sogar und noch ein Spiegel. nochmal Handtücher mit dem tollen Disney-Logo. Ja, also sehr klein, aber wird schon passen. Genau, also da seht ihr jetzt die Tür, wo ich reingekommen bin. Dann haben wir hier einen Schrank mit Rettungswesten, ganz vielen Kleiderbügeln. Da hinten geht es noch weiter. Die Treppe, die wird später sehr wahrscheinlich für mich sein, weil wir ja 4 Personen in einem Zimmer sind und ich muss dann aufs Hochbett. Und hier haben wir einen kleinen Safe. Und hier haben wir kleine Gläser. Und hier haben wir Walt. Natürlich darf er auch nicht fehlen. Ja, unter Walt haben wir dann noch einige Schubladen mit viel Stauraum. Dann noch ein Spiegel. Man kann ja nie genug Spiegel haben als Frauen. Und das erste Doppelbett oder das einzige Doppelbett. Genau, hier seht ihr auch wieder Mickey. Überall Mickey. Ich liebe das ja. Dann hier die Lampen mit einer Weltkarte. Und hier seht ihr sogar, wo es überall Disneylands gibt. Das finde ich ja mega hier. Überall kleine Schlösser. Ja, also sehr, sehr liebevoll. Ein Telefon. Genau. Und da wird dann das zweite Bett später draus gemacht, aus der Couch. Und da oben, da ist dann mein Bett. Ja, bei der Lampe irgendwie ist die ist falsch rum. Da sind die Schlösser auf dem Kopf. Aber hier unten seht ihr nochmal Mickey-Köpfe. Genau, da haben wir hier eine kleine Uhr, wie viel Uhr wir haben. Und dann drehen wir uns mal. Ja, 2 kleine Fenster. Wir haben hier eine Mehrblickkabine sozusagen. Und jetzt drehe ich mich mal. Hier ist noch ein kleines Bild. The second star to the right. Und noch ein Spiegel. Mensch, diese Kabine ist voller Spiegel. Nochmal ein Lämpchen mit Mickey-Köpfen. Ich liebe diese kleinen Details. Die hätte ich auch gern zu Hause. Dann was haben wir hier? Welcome Guide to the Perfect Disney Cruise. Das werde ich mir später angucken. Bibi die Barbie die Boutique. Da werde ich da wahrscheinlich nicht hingehen. Dann, was haben wir noch? Nochmal ganz viele Postkarten. Oh, die sind ja schön. Werden auf jeden Fall mitgenommen. Ein Kugelschreiber. Ja. Dann haben wir unten noch ganz viel Stauraum mit ganz vielen Schubladen. Und hier ist noch ein Föhn drin. Einen kleinen Fernseher haben wir. Was haben wir hier noch drin? Nochmal Stauraum. So, jetzt zeige ich euch noch die Aussicht. Genau, das ist unsere Aussicht auf Deck 1. Eigentlich ganz hübsch, sehr nah zum Wasser. Die Tür ist fertig dekoriert. Wir haben kleine Magnete mit der Disney Magic, unserem Facebook-Group-Logo, einem Captain Mickey und natürlich ein bisschen Werbung für unsere YouTube-Kanäle. Und mein Fisch-Extender, wo man kleine Geschenke dann reintut. Ja, ich kann es kaum erwarten, bis die ersten Geschenke da sind. Da hinten ist mein Bett, da oben schlafe ich. Was ich euch auch noch zeigen wollte, ihr habt alle Disney-Movies hier im Fernseher integriert. Also ihr könnt euch den ganzen Tag könnt ihr Disney-Filme schauen, Pixar-Movies, Live-Action, Marvel. Also wirklich alles da, wenn ihr irgendeinen Film verpasst habt in eurem Leben, habt ihr hier die Möglichkeit, ihn nachzuholen. So, meine Lieben, das war der Kabinenrundgang auf der Disney Magic aus dem Ocean View Stateroom. Ich hoffe, es hat euch gefallen, einen kleinen Einblick darüber zu bekommen, wie man hier so hausiert. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall ein Like da. Verfolgt auch meine Vlogs, die ich über die Tage hier mache auf der Disney Magic. Und ja, vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Ciao!